Ups, da ist wieder Moin Moin, liebe Leute auf YouTube. Danke fürs Reinschalten zu einer neuen Runde Subsistence. Zusammen mit. Wo haben wir denn? Hier Ladies First, ne? Alex, moin. Du läufst ein bisschen bucklig, aber wir haben mal einen weiblichen Charakter hier. Der zumindest, naja, einen Oberteil. Ein bisschen dunkel, gucken wir uns im Hellen nochmal an, ne? So machen wir das. So, dann haben wir hier Salazar. Und Hoshi ist irgendwo unterwegs. Nein, Oberteil habe ich noch nicht. Naja, aber du, zumindest hast du was obenrum an. Ach so, das meinst du. Der ja. Bär. Ein Bär braucht irgendwie 8 Pfeile, glaube ich, bestimmt. Habt ihr meinen Loot gefunden, ja, ne? Ich nicht. Nö. Muss direkt an der Tür irgendwo liegen. Wenn du rechts. Problem ist, der Bär lungert auch ziemlich nah rum hier. Würde uns hier noch nicht in Ruhe lassen, irgendwie, ne? Da greift die Base an, der Bär. Von 200 hat er noch. Bei meinem Pfeil und Bogen sind noch 3 Pfeile wahrscheinlich, oder was? Nicht die Schrotflinten. Lass uns bitte diese teure Munition für die Jäger aufbewahren. Jetzt hat er noch 52. Weil sonst muss ich ihn direkt ins Gesicht schießen. Aber nicht aus Entfernung mit Schrot. Hast du ihn erwischt jetzt? Jo. Das ist dann irgendwie weg. Ja, er schläft. Hier schon wieder reparieren. Ich brauche auch dringend Holz. So. Also kannst gucken, ob du den Rucksack noch irgendwo findest. Ich hätte bei mir im Rucksack mindestens 160 mal Holz. Ja, und da hättest du mal vorher was wegtun sollen. Ja, ich war ja gerade auf dem Rückweg. Ich sehe keinen Rucksack. Ja, wird aber auch nicht schön, ich meine, gezeigt, alles gut. Ich mache neues Holz. Oh, nicht. So, einmal schnell waschen. Naja, ich guck mal, soll ich rüber gucken? Ich habe auch nur einen Schuss, ne? Das ist auch irgendwie so albern. Damit kann ich auch nichts reißen, sollte dann auch wieder sein. Links ist es von The Wolf von dir, ne? Von mir? Mhm. Erst ist dann Bär und jetzt ist auf der Ecke ein Wolf. Bist du das, Joshi? Nee. Nein, dann werden wir schon wieder angegriffen. Scheiße. Mal schon wieder angegriffen. Wo sind die denn? Verdammt. Ja, die werden auch vom Wolf akkreditiert gerade. Einer von denen ist down und der andere ist abgehauen. Komm wieder. Einmal. Wir haben wieder Waffenteile verloren. Sehr nice. Danke, Wolf. Der hat geholfen tatsächlich ein bisschen. Aua! Wo war der? Der war noch hinter dem Gebüsch. Wird dein Kram schon einsammeln lieber? Ja, sammel den lieber ein, weil die Kicher nachher die Base markiert. Und das ist auch Waffen und alles, ne? Eben. Alter, das ist ja schwierig heute Abend hier. Mhm. Das war der dritte Angriff heute, das ist der Wahnsinn. Jetzt werde ich auch angegriffen, soll mich hier mit Pfeil und Bogen verteidigen. Sind noch welche unterwegs? Das ist direkt hier an der Base ist einer. Haut jetzt ab. Kommen sie alle her, gleich mache ich Jäger aus. Ach, der schwimmt weg. Baller ich jetzt nicht mehr drauf. Mein Bogen ist auch gleich hinüber. Den kann ich irgendwie reparieren, oder wie war das?
Oder kann. Ja. Vielleicht bitte auf den Bogen und dann die hier reparieren. Was du dafür brauchst, siehst du auch. Gut. Leute, 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 Leute. Gefahr vorbei. Sieht so aus. Gut. Kann ich nämlich zu der einen Falle, wo ich war. Mal hier nochmal den weiblichen Charakter nochmal sehen in Subsistence. Sehr schick. So, waschen wieder? Ja, wieder waschen. Kommt ja eh gleich wieder einer. Wo war jetzt die Falle, die ich leer gemacht habe? Da war sie, glaube ich. So, ich schmeiß mal nochmal die Leber hier rein. Hast du das was zu essen? Auch noch die Metallerze, irgendwas gesammelt. Ich weiß es gar nicht mehr. Und fertig die Leber. Leber halb gar. Das war mir echt ein Problem. Ich habe jetzt gar nichts mehr an Munition irgendwie, ne? Auch nichts mehr rauszuholen. Wir haben viel zu wenig an Rohstoffen. Bei Salazar sieht so ein bisschen aus, als wolltest du die Gewächshäuser gerade oder hier die Beete gerade füllen, oder? Mit Wasser? Das habe ich immer vorsorglich dabei. Dreimal Wasser. Ja, krasser Angriff. Muss man echt nochmal wieder sehen. Es ist bestimmt noch einiges leicht beschädigt, aber ich kann jetzt auch nicht immer ständig alles nur reparieren. Kommt zu nichts anderem. So, jetzt fangen wir an, endlich auch Zeugs zu spalten. Das ist auch gut. Machen er sie erstmal ein. Dann holen wir neues Wasser. Ein bisschen Holz in den Ofen reinschmeißen. Ist da wer in meiner Nähe von euch? Ich bin an der Base. Ich bin auch um die Base rum. Ah, du bist das, Alex. Wo in deiner Nähe ist? Ja. Also Alex fällt auch. Ich glaube, mehr weibliche Charakter laufen ja nicht rum. Wasser hier hin. Ich komme jetzt gleich rein zur Base aufpassen. Moin. Dachte, du bist Pro-Gamer. Was ist da los, Hoshi? Ja. Erst habe ich die Dings hier, die Jäger habe ich erst einmal abgewimmelt. Ja, und dann wurde es kälter und kälter und kälter. Hm. Ja, und dann stirbst du irgendwann. Kannst du halt nichts machen, ne? Ist halt wie sie. Dumm gelaufen, ja.
Eine Kugel habe ich. Also für einen Headshot wird es reichen, aber... Gleich fertig, dann kommt jetzt keinen Dünger rein. Hier kommt noch Dünger rein, obwohl... Ja doch, es dauert noch ein bisschen länger. Also wenn jemand braucht, ich könnte eine Leber abgeben. Ziemlich im orangenen Bereich. Aber ich bin noch am Holz machen. Kiespulver braucht Kalium und Hammer 4 Asche. Und davon, also die Rohstoffe. Och, ist echt krass. Ja, diese Wölfe, die gehen mir hier genau hinter. Ich habe noch 4 Pfeile. Soll ich mal auch bald mal wieder ein paar neue craften? Fern Hoshi nicht wieder alles verballert hier. Ich hab noch gar nichts verballert. Okay, dann ist er noch voll mit Federn, die Truhe, oder wie? Ich habe alles nur reingepackt. Ich habe. Brauchst du jetzt noch einen Leber, oder nicht? Nö, ich bin ja gerade gestorben, also von daher. Ich bin ja jetzt fit. Relativ fit. Sieht man irgendwie die Haltbarkeit, wie lange das noch hält? Nee, ne? Irgendwann ist es einfach schlecht, ne? Na gut. Irgendwann vergammelt. Ein Riesenangriff, Gerd, ja. Wo ist denn der Gerd heute? Vorhin hat es mir mal angezeigt, dass der auch Subsistent spielt. Von Steam. Ja. So, ich muss los, ein bisschen Holz holen. Und die Axt reparieren lohnt eigentlich nicht. In der einen Truhe waren irgendwie noch ganz viele, ne? Ja. Gerd könnte doch eigentlich auch mit dazukommen, oder? Ja, aber er wollte, dann macht er irgendwas anderes heute, oder nicht? Jetzt glaube ich, wäre er mit dabei. Oder was los, Gerd? Sonst wäre er dabei eigentlich. Eine Schrotflintenkugel gefunden. Geh mal so vorsichtig in die Base-Gegner, also in die Nähe zumindest von deren Base, um mal zu, nur mal zu luschern. Ja, ich hoffe, du hast dich leer gemacht. Nee. Nicht, dass alles wieder verliert. Ich verliere alles. Nein, ich gehe nicht tot, schieß sie ab. Ich muss gleich zurück zur Base. Nämlich am Hungern bin. Jetzt hast du gleich zum Geburtstag, oder? Ein Kühlschrank wäre gut für Essen, das stimmt. Aber ich glaube, da sind wir ressourcenmäßig noch ein bisschen weiter entfernt von. Weiß ich nicht genau, was der überhaupt braucht. Da steht Alex, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, wer ist da in meiner Nähe am Klopfen? Ja, bin ich. Alex hier schönes sammelt. Hier vorne muss auch gleich irgendwo eine Base sein von denen, ne? Also hinterm Stein oder irgendwo. Ja, da oben ist sie. Ja, hab schon gesehen. Geh gleich wieder zurück. Ja, aber schon ziemlich nah dran. Ich guck mal, ob ich irgendwo jemanden sehe. Ja, da sehe ich einen. Okay, Rückzug. Geh nochmal auf die andere Seite. Mögen die sich eigentlich untereinander oder wenn wir die einen zu dem anderen locken, kämpfen die gegeneinander? Keine Ahnung. Den habe ich schon. Und die Fischfallen dürfen ja längst kaputt sein, ne? Schon etliche Tage her. Ne, eine ist noch heil. Hätte ich ja nicht mitgerechnet.
Sind sogar zwei Geschichten drin, nice. Hat auch nur noch 8 Energie gehabt, die Reuse hier. Oha. Na gut, ich muss glaube ich mein Team ausmachen. Man hat gerade geschrieben, dass der nicht flittig läuft. Okay. Ja, ich. Also gestern lief er aber. Zu viel Internet. Wo ist denn die Base von denen jetzt? Ist sie nicht mehr. So man sich die Leute nicht genau gemerkt hat, wo sie gesiedelt haben. Stehe ich vor einem wahrscheinlich. Na gut, dann machen wir mal das aus. Da ist die Base. Und da ist auch Bewegung in der Base. Ja, die sind relativ schnell mal da, wieder da. Halber Tag und dann. Ja, schön am Wasser gebaut hier. Läuft aber irgendwie ein bisschen nervös da oben rum. Ich glaube, der ist auch nur echt alleine. Ne, da unten sitzt einer am Feuer, okay. Meistens immer zu zweit oder zu dritt. Hätte sein können, weil wir ja viele schon abgeschossen haben. Und ja, das macht die. Die spawnen ja immer wieder nach. Ja, klar. Die Frage ist immer, wie schnell, ne? Halber Tag, ganzer Tag, unterschiedlich. Halber Tag normalerweise in der Regel. Ja, was wir brauchen ist halt, das ist echt, wir haben viel, viel Munition jetzt verloren. Durch diesen Großangriff habe ich also insgesamt zwei Angriffswellen, die wir hatten, 15 Gewehrkugeln locker verballert. Pfeil ist nicht das Problem, wir brauchen durchschlagskräftigere Waffen. Das ist eigentlich ganz wichtig. Was ja super gut ist, sind diese Premium-Pfeile, ne? Diese Premium-Pfeile mit dem Premium-Bogen, glaube ich, hat mit die heftigste Durchschlagskraft. Aber dafür brauchen wir natürlich erstmal Premium-Federn, also hier ein Stall, hochgezüchtete Hühner. Das alleine wird ja ziemlich lange dauern. An den Metallen arbeiten wir jetzt ja zumindest schon mal mit der Schmelze und einem guten Bohrer könnte man jetzt auch bald bauen. Und Fett haben wir ja ohne Ende, um auch einen Generator laufen zu lassen. Aber da müssen wir natürlich auch irgendwann über eine Jagdbase bei dem Puma nachdenken, damit man da auch regelmäßig diese Sehnen bekommen, ne? Oder vom Elch kriegt man die auch, oder was war das? Die zwei Quellen gibt es? Vom Elch die auch, ja. Und vom Elch gibt es zusätzlich noch Geweih irgendwie, ne? Genau. Ja, 15 Fragmente immerhin schon. Das ist ja auch für die Waffenkiste, ne? Für solche Geschichten. So, was haben wir denn noch? Achso, einen Fisch und einen Hummer muss ich noch braten. Guten Tag. So. Ah, Hack.
Einmal Schrotflintenkugel. Hat jemand noch Fasern zum Seile machen? Nö, aber ich hätte drei Seile. Ich hab vier, ich kann dir auch, keine Ahnung. Hier acht Fasern, vier Seile, was hast du vor? Hier ist eine Schrotflintenkugel wieder drin, ne? Hab ich jetzt hier reingetan. Hier wird mir noch einige Werkkugel. Ich werde mir noch schnell erst eine Gewehrkugel craften, habe ich zumindest zwei. Sonst muss man sich mal eine Pistole machen oder was? Was dann hätte ich vorhab, zu angeln. Okay, ich hätte sogar eine Angel geben können, aber... Hab schon eine mir rausgeholt, die wo da war. Okay. Was wollte ich jetzt? Genau, ich wollte einmal kurz gucken wegen Revolver. Da lohnt sich der Revolver nicht so richtig wahrscheinlich, ne? Was kostet ein Upgrade von der Knarre? Essen ist verbrannt. Ja, so das, ach, das war wahrscheinlich schon schlecht, oder ist es verbrannt? Ist verbrannt. Ja, ist also. Mist. Zwei Ernährungseinheiten gibt's da noch. Ja, können wir. Okay. Ich brauch's theoretisch eh nicht. Aber verbrennen lassen wollte ich trotzdem nicht. Einen kann man ja noch Öl gewinnen. Heilkräuter drin. Da. Zack. Gnaden. So, ein paar Pfeile herstellen. Hammer noch mal rumlaufen, gucken, ob hier noch irgendwas kaputt ist. Na, die Tür. Oh ne, da fehlt mir wieder normales. Fehlt mir wieder einfach normales Holz. Dabei hat der Hoshi schon so viel. Normales Holz ist. Da kommt ein Bär auf dich zu. Oh ja. In der einen Kiste. 12-mal. Ja, hier ist noch wieder ein Tier in der Falle. Wir haben auch viele Tiere hier überall. Ja, wir müssen einmal wieder eine größere Loot-Tour machen, aber ich glaube, obwohl die Sonne ist, also weiß ich gar nicht. Nee, schon ganz schön tief stehend. Wir müssen jetzt hier vorne vielleicht nochmal ein paar Bäume ablatschen. Kräuter einsammeln. Fasern sammeln. Ja, hoffen wir mal auf jetzt, dass jetzt in den nächsten Folgen wieder ein bisschen ruhigere Zeiten einkehren, die Leute. Und für heute war es das schon wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.